Hey Leute, ich bin's, MacMaverick. In dieser Anleitung zeige ich euch einmal, wie ihr RTL Plus jetzt kostenlos streamen könnt. Ja, gebt einfach bei Google RTL Plus ein und dann gelangt ihr hier schon auf die Homepage. Ihr könnt natürlich auch den Link entsprechend eingeben und da einmal drauf klicken. So, jetzt sind wir hier auf der Homepage von RTL Plus und hier seht ihr schon jetzt testen. Hier einmal drauf gehen und dann bekommt ihr hier ja, die möglichen Angebote, die ihr habt. Ihr seht aber, ihr könnt hier alle anklicken. Egal, was ihr wollt, ihr könnt das 30 Tage für 0 Euro testen. Nach 30 Tagen, da würde dann allerdings hier dieser Wert anfallen. Ihr könnt es aber nach 30 Tagen kündigen und dann kann zum Beispiel nochmal eine andere Person das ganze Spielchen von vorne machen. So habt ihr die, ja, dann auf 60 Tage erhöht, die Testzeit. Und eine dritte Person könnte es vielleicht auch auf 90 Tage dann noch machen. Ja, gehen wir einfach mal hier rein, klicken einmal drauf. Hier gibt ihr jetzt ihre E-Mail an, Passwort, euer Geburtsdatum. Hier müsst ihr noch einige Sachen bestätigen und dann registriert euch und das Konto ist dann angelegt. Ganz wichtig jetzt aber, wenn ihr das Konto angelegt habt und ihr eben nicht bezahlen wollt nach 30 Tagen. Ja, ihr habt das ja hier eben gesehen, die Preise. Dann müsst ihr das umgehend kündigen. Ihr habt eine Frist von 30 Tagen. Das heißt, mit dem Augenblick, wo ihr das abgeschlossen habt, müsstet ihr dann auch gleich RTL Plus wieder kündigen. Wie das funktioniert, habe ich euch hier an dieser Stelle einmal verlinkt. Könnt ihr euch anschauen und dann habt ihr das für einen Monat dann eben kostenlos geschaut. Ich hoffe, das Video war informativ. Wenn ja, Daumen nach oben. Bis dann, euer MacPaverick.